Mit nur 29 neuen registrierten Corona-Fällen am gestrigen Mittwoch liegt Österreich dort, wo es vergangenen Juni gewesen ist. Dazu kommen immer mehr Geimpfte. Die Regierung ist nun mutig und will mittels Verordnung per 1. Juli alles öffnen und fast alle Sicherheitsvorkehrungen fallen lassen. Experten sehen das allerdings als riskant an. Sie warnen vor der immer rasanteren Ausbreitung der weitaus infektiöseren Delta-Variante in ganz Europa, auch speziell in Österreich. In Großbritannien und Israel, weit mehr Geimpfte als in Österreich, wird aufgrund der Delta-Variante ein exponentielles Wachstum registriert. Deutschland wiederum hat seine Quarantänepflicht gegen Portugal-Reisende erlassen, weil dort die Fälle wegen der Delta-Mutation ebenfalls in die Höhe schießen. Dass Österreich aber gleichzeitig die FFP2-Maskenpflicht in Öffis, Spitälern und selbst Pflegeheimen fallen lässt und die Nachtclubs öffnet, sorgt vor allem in Wien für Verwunderung. Bürgermeister Michael Ludwig wird heute mit Experten beraten. Einer davon, Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, warnt bereits, dass man nicht alle Sicherheitsmaßnahmen fallen lassen solle. Speziell die FFP2-Maske sollte bleiben. Wien könnte, das erlaubt der gesetzliche Rahmen, in allen Bereichen mit vielen Menschen, in denen die Verordnung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein nur noch einfache Masken vorsieht, die FFP2-Maske als Pflicht beibehalten. Zudem könnte Ludwig auch für die Nachtgastronomie auf die 2G-Regel setzen, geimpft oder genesen. Als Kompromiss könnten auch PCR-Tests für den Eintritt gelten. Vor den Antigentests warnen Experten bei Geimpften, da diese oft selbst Infektiöse in dem Fall nicht mehr erkennen. Auch Kärnten überlegt teils strengere Regeln. Die Sorge, dass sonst Deutschland auch gegen Österreich eine Reisewarnung erlassen könnte, ist zu groß.